Mein Name ist Süheyla Incedemir. Ich bin Mitglied im Kuratorium des Deutsch-Türkischen Forums und habe die Ehre, heute ein paar Worte zu Ihnen zur Begrüßung sprechen zu dürfen. Ich begrüße Sie recht herzlich im Namen des Deutsch-Türkischen Forums Stuttgart und freue mich, dass die Veranstaltung die erhoffte und auch erwartete Resonanz tatsächlich auch gefunden hat. Ich freue mich, unter den Gästen auch insbesondere begrüßen zu dürfen Frau Ministerin Bilkay Öney, Herrn Landtagsabgeordneten Jörg Fritz, Frau Vizekonsulin im türkischen Generalkonsulat Yasemin Öztürk, Frau Brunner von der Stadtbibliothek sowie den Herrn Helmut Ranacher, ehemaligen Präsidenten des Landesamtes für Verfassungsschutz. Ebenso möchte auch ich es nicht versäumen, unsere Podiumsteilnehmer, Frau Sibylle Thelen, Herr Mehmet Daima Güllert, Professor Dr. Kurt Möller und Dr. Stefan Geiger zu begrüßen. Meine Damen und Herren, die Aufdeckung der NSU-Mordserie hat unsere Gesellschaft zutiefst verstört. Dass Bürger, die mit ihren Familien hier lebend, nur deshalb Opfer von Morden geworden sind, weil sie andersstämmig sind, ist unfassbar. Es wurden selbstständig Tätige mit türkischen Wurzeln, so wie ich eine bin, ausgespäht und kaltblütig hingerichtet. In einem Fall hat es einen griechischstämmigen Bürger getroffen. Daneben hat die Gesellschaft mit Schrecken sehen müssen, dass der Verfassungsschutz bei der Bekämpfung von Rechtsextremismus nicht nur versagt hat, sondern über V-Leute in rechtsextremistische Umtriebe selbst verwickelt war. Der Verdacht lag nahe, dass gerade deshalb die Ermittlungen gegen die Täter und ihre Hintermänner lange erfolglos geblieben waren. Skandalöse Aktenvernichtungen in den Verfassungsschutzämtern bestärkten diesen Verdacht. Die leidgeprüften Angehörigen der Opfer wurden von den Ermittlungsbehörden als Tatverdächtige behandelt. Neben den unfassbaren Auswirkungen für die Opferfamilien hat sich eine weitere Dimension aufgetan, meines Erachtens. Das Vertrauen der türkischstämmigen Bürger in den deutschen Rechtsstaat wurde tief erschüttert. Damit steht neben der juristischen Aufarbeitung der Morde die gesellschaftliche Aufarbeitung an vorderer Stelle. Ich selbst, in Deutschland geboren, aufgewachsen, hier als deutsche Rechtsanwältin vereidigt arbeitend, habe mir auch die Frage gestellt, wie das Zusammenleben für uns türkischstämmigen Bürger in unserer Einwanderergesellschaft sich eigentlich entwickelt. Durch die Ereignisse sind viele Bürger türkischer Herkunft in Ängste und Zweifel gestürzt worden, ob unser Land wirklich Heimat und Zukunft für Menschen aus der Türkei bieten kann. Wobei hier klargestellt werden muss, nicht nur für Menschen aus der Türkei, sondern auch für unsere Kinder, die hier geboren und Deutschland als ihre Heimat kennend aufwachsen. Mit dieser Veranstaltung wollen wir als Deutsch-Türkisches Forum zu einem Austausch beitragen und auch zeigen, dass der gesellschaftliche Aufarbeitungsprozess unbedingt angegangen werden muss. Damit wollen wir auch zur Urteilsbildung darüber beitragen, wie die deutsche Demokratie, die Justiz, die Verwaltung und die Öffentlichkeit bisher mit dem politisch motivierten Mordkomplex umgegangen ist und welche Lehren daraus gezogen werden müssen. Ein wahrhaft anspruchsvolles, aber notwendiges Vorhaben, da nichts schwerer wiederherzustellen ist, wie einmal gänzlich zerstörtes Vertrauen. Und dazu sollten wir es nicht kommen lassen. Für Ihren Einsatz zur Organisation der Veranstaltung möchte ich mich herzlich bedanken bei Frau Brunner und bei Frau Beck, stellvertretend für das ganze Team der Stadtbibliothek, und Herrn Apert und Frau Şahin, stellvertretend für das Team des Deutsch-Türkischen Forums. Herzlichen Dank auch an Herrn Dr. Mehmet Daima Güller, Dr. Stefan Geiger und Professor Kurt Möller, dass Sie der Einladung gefolgt sind, in diesem Rahmen heute Abend zum Austausch beizutragen. Mein besonderer Dank gilt Frau Sibylle Thelen nicht nur für die Übernahme der Moderation und für die Kooperation, sondern auch, dass sie mit ihrem Engagement maßgeblich zur Verwirklichung des heutigen Abends beigetragen hat. Für diejenigen, die Sie noch nicht kennen sollten, Sibylle Thelen studierte Politik, Türkologie und Kommunikationswissenschaften in München. Sie leitete viele Jahre als Redakteurin die Wochenendbeilage der Stuttgarter Zeitung und ist seit Juli 2011 Leiterin der Abteilung für demokratisches Engagement der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg. Wir im Kuratorium des Deutsch-Türkischen Forums freuen uns sehr, dass sie seit dem Jahre 2012 auch zu uns in das Kuratorium als Mitglied zugekommen ist. Liebe Sibylle, somit übergebe ich gerne an dich. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank für die freundliche Einführung, Süleyha, Frau Brunner.
Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Auch im Namen der Landeszentrale für politische Bildung möchte ich Sie begrüßen zu diesem Abend, der ja nun kein vergnügliches, kein leichtes, kein erholsames Thema an diesem Freitagabend verhandeln wird. Wir kennen die Bilanz: 10 Morde, Mordversuche, mindestens 2 Sprengstoffanschläge, Raubüberfälle, mindestens 15, eine schwere Brandstiftung. Das ist die Verbrechensserie des nationalsozialistischen Untergrunds mit dem Kürzel NSU. Die politische und die juristische Aufarbeitung läuft derzeit im großen Maßstab, kann man sagen. Sie erinnern sich, Anfang September, wenige Wochen ist es her, hat der NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestags seinen Abschlussbericht ins Parlament eingebracht. Es handelt sich um einen mehr als 1000 Seiten umfassenden, akribisch verfassten Bericht, der anhand der zugänglichen Quellen darstellt, was über den NSU, seine Vorgeschichte und seine Verbrechen zu erfahren ist. Dieser Abschlussbericht sprengt in jeder Hinsicht die Dimensionen. Und er ist auch insofern bemerkenswert, als die Parteien gemeinsam, parteiübergreifend diesen Bericht erstellt und die Empfehlungen verfasst haben. Die Dimensionen der üblichen Art sprengt auch das Verfahren, das in München derzeit läuft. Ein sehr großes Verfahren. Der NSU-Prozess ist einer der größten Strafprozesse, Terrorprozesse, den es in der Geschichte der Bundesrepublik bisher gegeben hat. Und im Mittelpunkt steht Beate Zschäpe, eine von insgesamt 5 Angeklagten. Sie ist die einzige Überlebende der sogenannten Zwickauer Terrorzelle. Ja, Politik und Justiz sind also mit der Aufarbeitung befasst, aber auch der Gesellschaft, da gebe ich dir ganz recht, Süleyha, stellen sich viele Fragen. Und ich nehme an, das wird auch der Grund sein, meine Damen und Herren, der Sie bewogen hat, heute Abend hierher zu kommen. Es stellen sich viele Fragen, natürlich zunächst die Mutter aller Fragen: Wie konnten diese Verbrechen geschehen? Für die Familien, für die Betroffenen begann mit jedem Mord, mit jeweiligem Mord eine Tragödie. Aber auch wir, die Gesellschaft, die Bürgerinnen und Bürger, sind betroffen. Die Morde sind ein Anschlag auf die heterogene Einwanderungsgesellschaft. Sie sind ein Anschlag auf unser pluralistisches Grundverständnis und sie sind auch ein Anschlag auf die Vertrauensbasis, denn die trägt nur dann, wenn sie eine gemeinsame Vertrauensbasis ist. Ja, was kann man tun? Wie kann man mit so einer Situation fertig werden? Das haben wir uns auch gefragt, als wir die Veranstaltung vorbereitet haben. Es geht darum, sich Informationen zu verschaffen. Es geht darum, sich Einblicke in andere Sichtweisen zu verschaffen und auch Handlungsoptionen. Das ist ganz wichtig, gemeinsam diese Handlungsoptionen sich zu verschaffen, gleichgültig welcher ethnischen Herkunft man ist, gleichgültig welcher Religion man angehört, gleichgültig welche Familiengeschichte hat oder auch welche Zuwanderungsgeschichte man hat. Und das war unser Anliegen bei der Vorbereitung dieses Abends. Die Stadtbibliothek als der öffentliche Raum schlechthin, das Deutsch-Türkische Forum als ein wichtiger zivilgesellschaftlicher Akteur in unserer Stadt der Vielfalt und die Landeszentrale als staatliche Institution fördert politische Bildung und engagiert sich mit dem Projekt T-MEX auch in der Extremismusprävention. Ja, aber was wäre dieser Abend ohne unsere 3 Experten, die Frau Brunner und Süleyha schon beide kurz vorgestellt haben? Ich werde trotzdem noch mal die Reihe durchgehen und beginne gleich mit Dr. Mehmet Daimagüller, der neben mir sitzt. Er ist Jurist, Rechtsanwalt. Er arbeitet auch als Autor, als Buchautor. In der vergangenen Woche war ein Artikel in der Zeit zu lesen von ihm über den Prozess Unsere Neonazis. Es sind auch unsere Neonazis, so war die Überschrift. Ja, er war schon einmal hier in der Stadtbibliothek, damals kann man eigentlich nicht sagen, weil so lange gibt es dieses Haus noch nicht, stellte er sein Buch gemeinsam mit Frau Öney hier vor. Kein schönes Land in dieser Zeit heißt dieses Buch. Es handelt sich um einen autobiografisch angelegten Essayband zur Integrationspolitik, aber der Titel passt auch heute in diesem Fall. Herr Daimagüller vertritt 2 Opferfamilien beim Prozess und wir werden heute Abend hören, wie er
den Prozess und die Aufarbeitung einordnet, mit aus dem Blickwinkel ja, der Opferperspektive, aber auch seines Wissens um die Integrationsdebatte. Herzlich willkommen, Herr Daimar-Güller. Vielen Dank. Ich gehe gleich eins weiter in die Mitte zu Dr. Stefan Geiger. Stefan Geiger ist politischer Korrespondent bei der Stuttgarter Zeitung. Er hat unzählige Prozesse verfolgt, auch sehr viele Terrorprozesse. Er war Gerichtsberichterstatter bei den Stammheim-Prozessen. Er saß in Prozessen gegen PKK-Aktivisten, gegen Islamisten, Salafisten, aber auch gegen rechtsextremistische Brandstifter. Und als langjährige Kollegin möchte ich gerne noch hinzufügen, seine kritisch engagierte Feder hat ihm diverse Preise für Sozialreportagen und politische Essays eingebracht. Wir werden hören, wie er die Aufarbeitung beim NSU-Prozess einordnet, juristisch und politisch. Herzlich willkommen auch dir, Stefan Geiger. Und wir kommen zu Herrn Professor Dr. Kurt Möller. Er ist Professor für Theorien und Konzepte sozialer Arbeit an der Hochschule Esslingen seit vielen Jahren, seit 30 Jahren, glaube ich. Befassen Sie sich mit dem Thema Rechtsextremismus, Menschenfeindlichkeit und Gewalt, Jugendkulturen. Und er hat sich auch immer wieder mit Projekten befasst, die die Entstehungsgeschichte und die Entwicklungsbedingungen von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit erforschen. GMF, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, sagen die Experten. Das ist so ein ganz besonderer Forschungsansatz. Es geht im Grunde um politische Einstellungen, die allesamt gegen Vielfalt gerichtet sind. Rechtsextremismus, Antisemitismus, Rassismus, Homophobie, Sexismus. Und diese politischen Einstellungen, von denen es noch mehr gibt, verbindet eines auf sehr beunruhigende Art und Weise. Sie stehen alle in einem gewissen Zusammenhang zueinander. Wir werden hören, wie Herr Möller die Aufarbeitung und auch den NSU und sein Umfeld mit seinen Forschungsergebnissen auslotet an diesem Abend. Herzlich willkommen, Herr Professor Möller. Ja, wie wird der Abend ablaufen? Wir werden hier zunächst uns drei Blöcke vornehmen. Eine Bestandsaufnahme des Prozesses. Wie läuft er ab? Dann im zweiten Block die Bestandsaufnahme der Erwartungen an die Aufarbeitung, welche gibt es, auch speziell aus der türkeistämmigen Bevölkerung. Und drittens der Block zum Thema Rechtsextremismus. Wie ist der NSU in die rechtsextremistische Szene einzuordnen? Was lässt sich zu dem Thema Umfeld sagen? Und wir wollen das Ganze zeitlich so gestalten, meine Damen und Herren, dass Sie auch noch die Gelegenheit haben, sich zu äußern, sich zu Wort zu melden oder auch Fragen zu stellen. Ja, kommen wir doch gleich zum ersten Block. Sie erinnern sich an die Aufregung, die es gegeben hat, bevor der Prozess im Mai überhaupt erst losgehen konnte. Aufgeregt wurde über die Akkreditierung der Presse verhandelt. Das war, ja, man kann sagen, tumultarisch regelrecht. Jetzt ist es eher ruhig geworden. Und der Prozess, der ja wirklich sehr viele Leute mit einbindet, 5 Angeklagte, 11 Verteidiger der Angeklagten, 50 Anwälte von Nebenklägern, 70 Angehörige von Familien und mehr als 600 Zeugen, scheint in geordnete Bahnen übergegangen zu sein. Stefan, du sitzt sehr oft in diesem Prozess als Berichterstatter. Wie ist denn dieses scheinbare Wunder gelungen? Ja, es ist gelungen, weil alle Beteiligten sich vernünftig verhalten. Der Vorsitzende Richter Götzl arbeitet sehr präzise, er fragt sehr präzise. Und es gelingt ihm jetzt auch, den Prozess voranzubringen, rascher, als man das am Anfang befürchten musste. Man könnte sich manchmal von ihm ein bisschen mehr Empathie wünschen und auch ein bisschen mehr Selbstbeherrschung, aber für seine Verhältnisse nimmt er sich sehr zusammen. Die Verteidiger verteidigen professionell,
Sie verteidigen nicht aggressiv, also wenn man sich erinnert an die RAF-Prozesse und die Auseinandersetzungen, die es dort gegeben hat, davon ist nichts zu spüren. Man muss sagen, das machen auch die beiden politisch eindeutig zuordnenbaren Verteidiger des Herrn Wohlleben. Die Nebenklägervertreter arbeiten sehr souverän, halten sich sehr zurück, weil sie einfach durch die große Zahl natürlich bremsend wirken können. Das ist nicht so. Sie stellen immer wieder sehr gute Fragen, die andere nicht stellen, und den Prozess voranbringen. Die Bundesanwaltschaft stört nicht weiter. Und selbst die Journalisten arbeiten, glaube ich, insgesamt ein bisschen besser, als das bei anderen spektakulären Prozessen der Fall ist. Das ist die äußere Form. Inhaltlich gibt es nichts Neues. Es wäre auch ein Wunder, wenn es was Neues gäbe. Es war alles vorher bekannt. Das Versagen der Ermittlungsbehörden war bekannt. Aber es gibt trotzdem etwas Neues. Es ist ein Unterschied, ob man vorher weiß, es sind 10 Morde, gelesen hat, mit welcher Grausamkeit diese 10 Morde begangen worden sind, oder ob man im Gerichtssaal dann den Vater eines der Opfer hört, der in sehr schlichten Worten erklärt, was es für ihn, was es für seine Familie bedeutet. Und es ist auch etwas anderes, wenn man Polizeibeamte erlebt, die einerseits beschreiben die furchtbaren Bilder. Manche sagen, es sei falsch, dass diese Bilder überhaupt gezeigt werden. Ich halte es nicht für falsch, dass diese Bilder gezeigt werden. Sie müssen gezeigt werden. Aber die dann eben auch, ja, mit einer Selbstgerechtigkeit ist vielleicht zu viel gesagt, aber ohne großes Problembewusstsein referieren, was sie damals getan haben und nicht so ganz einsehen, dass sie massive Fehler begangen haben. Also der Prozess wird mit einem großen Ernst, mit einer gewissen oder auch durchaus beeindruckenden Sachlichkeit geführt. Es ist ja auch ein Prozess, an den sehr große Erwartungen geknüpft sind, Herr Daimar-Göller. Erwartungen speziell auch der Opferfamilien. Sie vertreten zwei Familien in diesem Prozess. Darunter ist die Familie von Abdurrahmin Özüduru. Herr Özüduru war das zweite Mordopfer. Er wurde im Jahr 2001 getötet, auch in Nürnberg. Das heißt, diese Familie Özüduru lebte doch sehr lange mit dem Verdacht, dass der Vater, Herr Özüduru, also der Vater von Tülin Özüduru, Verbindungen in die organisierte Kriminalität hinein gehabt hat. Und das ganze Umfeld ging im Grunde ja auch schon von diesem Verdacht mit aus. Also dieser Verdacht hatte das Umfeld der Familie infiziert. Tülin Özüduru bekam erst kürzlich im Jahr 2013 den Gensch-Preis, also den Preis der Familie Gensch aus Solingen. Und bei dieser Gelegenheit hielt sie eine sehr beeindruckende Rede, die ja ziemlich programmatisch zusammengefasst hat, mit welchen Erwartungen die Familien der Opfer in den Prozess gehen. Sie sprach davon, sie wünscht sich Aufklärung, sie wünscht sich Gerechtigkeit, sie wünscht sich Solidarität und sie wünscht sich Rehabilitierung der Opfer. Und dann, Stefan Geiger hat es gerade schon erwähnt, was passiert im Prozess? Es werden Bilder gezeigt, Nahaufnahme der Einschusslöcher, Blutlachen, all die grausamen Details. So sind die Familienangehörigen gestorben. Wie bekommen die Angehörigen im Prozess das alles in Einklang? Auf der einen Seite eben den Wunsch nach Rehabilitierung, auf der anderen Seite eben auch diese starke emotionale Belastung. Ich vertrete die Hinterbliebenen von Herrn Özüduru und Ismail Yaşar. Yaşar war auch in Nürnberg, hat einen Imbiss und wurde dort ermordet. Ich habe großen Respekt vor meinen Mandantinnen, die dann, wenn sie neben mir sitzen, ja nur einen Meter von Herrn Emminger sitzen, einem der Helfer, 2-3 Meter von Frau Zschäpe entfernt. Ich habe da großen Respekt, mit welcher stillen Würde sie das alles aushalten. Und welche Kraft sie aufbringen, wenn die dann neben mir sitzen. Ich kann unterm Tisch sehen, wie
wie die Hände kneten und wie die Hände zittern. Und trotzdem sitzen dann diese Menschen Stunde um Stunde um Stunde und hören sich diese Geschichten an. Und halten das alles aus. Ja. Sind ja nicht alle Angeklagten auch in Haft. Ja. Zwei sind im Zeugenschutzprogramm, einer läuft frei herum. Und wenn der dann breitbeinig, grinsend an meinen Mandantin vorbeiläuft, an mir vorbeiläuft, grinsend. Ich stelle mir schon die Frage, also ob ich das, diese Kraft hätte, ja, das auszuhalten. Mein Mandantin geht es in dem Verfahren nicht so sehr um die Frage, wie viele Jahre bekommen die. Die Strafe steht gar nicht so sehr im Vordergrund. Ja. Was sie interessiert ist, verstehen. Ja, warum müssen ihre Väter sterben, die Ehemänner, die Brüder? Warum wurden die um ihr Leben betrogen? Ja, und da müssen wir realistisch sein. Ich habe das meiner Mandantschaft sehr genau erklärt. Ja. Also wir können uns der Wahrheit annähern. Ja, also wir können uns annähern, zu verstehen. Aber wir werden nach all den Jahren, die vergangen sind, nach all den Akten, die verschwunden worden sind, wir werden nicht die volle Wahrheit erfahren. Also wir haben 1, 2, 3 Grundhypothesen. Ja? Also eine meiner Hypothesen ist, dass es an jedem Ort örtliche Helfer gab. Helfershelfer. Ich sage mal ein Beispiel. Ja? In Köln gab es 2 Bombenanschläge, unter anderem in der Kolbstraße. So, Köln, das ist so meine weitere Heimat. Ich bin 70 Kilometer von dort geboren, aufgewachsen. Ich bin Deutsch-Türke. Wissen Sie, ich kannte diese Kolbstraße gar nicht. Ich hatte noch nie was von ihr gehört. Woher kommen junge Leute irgendwie aus Jena, aus Zwickau und kommen auf diese Straße? Ja, wir haben ja in der vergangenen Woche auch gesehen, Aufnahmen von den Zeitungsartikeln. Ja, das Trio hat die Zeitungsartikel gesammelt, ja, mit der Berichterstattung. Und da waren Zeitungen, das waren so Stadtteilzeitungen aus Köln. Die sind noch nicht mal im Handel. Das sind Stadtteilzeitungen, die ausliegen. Ja. Also dieses ein Punkt, wo ich meiner Mandantschaft gesagt habe, wir werden wahrscheinlich nicht dahinter kommen. Mhm. Ja. Aber dennoch gibt es in diesem Verfahren Überraschungen, Neues. Also ein Punkt ist sicherlich, dass wir in der Hauptverhandlung erst erfahren haben, dass es einen dritten Bombenanschlag gab in Nürnberg. 6 Monate oder 7 Monate bevor Herr Schimschek ermordet wurde. Herr Jaschar ermordet wurde. Ja. Also das ist schon so eine Sache, die man idealerweise nicht in der Hauptverhandlung erfährt. Übrigens, da gab es noch einen Bombenanschlag. Ja. Es ist emotional sehr, sehr schwierig für alle Beteiligten, für meine Mandantschaft sehr, sehr stark, aber es tut auch gut. Es tut gut, voranzukommen. Ich teile auch ausdrücklich Ihre Meinung, dass es richtig ist, die Fotos zu zeigen. Die Fotos zu zeigen ist richtig. Man soll diese Menschen zeigen, ja, mit ihren zerschundenen und zerschossenen Körpern. Die sollen da gezeigt werden. Wir sollen eben auch nicht nur so als Abstraktum da in den Akten auftauchen, ja, es sind 10 Menschen am Boden, sondern man soll das sehen. Und die Angeklagten, die sollen das auch sehen. Und Frau Tschepi kann noch so sehr anfangen, an ihren Fingernägeln zu spielen oder an dem Laptop zu tippen. Sie sollen das sehen. Sie sollen sehen, was sie angerichtet haben. Und sie sollen das auch hören, ja, was die Väter, bislang hatten 2 Väter, die erzählt haben, wie sie ihre sterbenden Söhne gefunden haben. Die sollen das sehen. Und ich war sehr, sehr beeindruckt, als letzte Woche der Geschäftspartner von Herrn Bulgaridis da war. Ja, die hatten einen kleinen Schlüsseldienst. Ja, das war ein Mann, der ganz, ganz ruhig, lakonisch erzählt hat, wie sie den Laden aufgemacht haben, wie er Herrn Bulgaridis an dem Abend mehrfach angerufen hat, seinen Freund und Geschäftspartner, ja, wie er nicht ranging, wie er den dann gefunden hat. Und wie er und die Familie das erlebt haben, was danach kam. Und er sagte einfach, das war die totale Zerstörung. Ja? Er sagte, wir sind 50 Mal vernommen worden, immer als Beschuldigte eigentlich. Ja? Er sagte, die Polizei wollte uns in den Dreck ziehen und das ist ihnen auch gelungen. Er hat die Firma verloren, er hat seine Lebensgefährtin verloren, die das nicht mehr mitmachte. Also das ist eine,
Also es ist nicht ein Strafverfahren, wo es nur um Paragraphen geht. Es soll die ganze Dimension soll sichtbar sein. Und ich reg mich persönlich auch nicht auf über die Neonazis, die oben im Saal auf der Zuschauertribüne manchmal sitzen. Nein, auch die sollen kommen und die sollen das sehen. Und die sollen sehen, wie der Rechtsstaat mit Beschuldigten und Angeklagten umgeht. Nämlich fair. Ja, in dem System, was die sich vorstellen, da werden Menschen nachts abgeholt und abgeknallt. Nein, bei uns haben auch Angeklagte Rechte. Sie können schweigen. Sie werden professionell verteidigt und so gehört sich das auch. Das ist unser Rechtsstaat. Ja. Und wir haben jetzt 37 Verhandlungstage. Wir haben noch mindestens bis Ende nächsten Jahres, wahrscheinlich einen Tick noch länger, das Ganze vor uns. Wir werden uns der Wahrheit annähern, aber wir werden nicht die volle Wahrheit erfahren. Also ein weiterer Sprengstoffanschlag, von dem man bisher nichts wusste und viele offene Fragen. Man weiß nicht, warum die Wahl auf die Opfer fiel. Man weiß nicht, wie die Verbrechen vorbereitet wurden. Man weiß nicht, warum die Morde plötzlich abbrachen. Man weiß so vieles nicht. Und die einzige Person im Gerichtssaal, die wirklich sehr viel weiß, schweigt. Beate Zschäpe schweigt unablässig und wir alle kennen die Bilder aus dem Fernsehen, aus der Prozessberichterstattung. Eine junge Frau, die mit ihren Anwälten plaudert, scheinbar entspannt, scheinbar gelassen. Sie dreht sich immer ostentativ mit dem Rücken hin zum Gerichtssaal. Das heißt, sie wendet den Angehörigen, ja auch überhaupt dem gesamten Raum, den Rücken zu. Sie trägt schöne Kleider, das liest man dann wiederum in der Bildzeitung. Also sie entspricht so gar nicht dem Klischeebild, das man sich von der Nazi-Braut macht. Ja, Herr Möller, wie ist denn dieses wirklich widersprüchliche Bild überhaupt zu vereinbaren? Das Auftreten von Beate Zschäpe, die Art, wie sie uns begegnet, in Einklang zu bringen mit dem, um was es geht, nämlich Mord und nochmal Mord. Ja, ich denke, Sie haben recht, Näheres wird man erst dann wissen, wenn überhaupt, wenn sie den Mund aufmacht. Ich bin mal sehr gespannt, ob sie das noch tun wird. Das hängt sicher auch mit der Verteidigungsstrategie zusammen. Ich kann das schwer abschätzen. Das, was man bisher hat, sind Hinweise von Dritten auf sie, auf ihren Charakter und ein paar biografische Daten. Und wenn man die mal hernimmt, dann ergibt sich ein sehr unterschiedliches Bild. Auch in der Presse und im Internet sieht man ganz unterschiedliche Persönlichkeitsbilder gezeichnet von Frau Zschäpe. Wenn man die mal so polarisiert, diese unterschiedlichen Persönlichkeitsbilder, dann kommt auf der einen Seite dabei heraus das Bild des weiblichen Anhängsels, das eigentlich politisch gar nicht so sehr selbstständig gedacht hat. Und auf der anderen Seite das Bild der eiskalten Täterin, die selbstbewusst und souverän und auch ein wenig frech auftritt, jetzt im Gericht frech in dem Sinne, dass sie einfach schweigt. Für dieses Bild des weiblichen Anhängsels sprechen ein paar Äußerungen von Personen, die sie früher gekannt haben. Der Ausbilderin zum Beispiel in der Gärtnerei, in der sie mal eine Lehre gemacht hat, oder als sie die ABM-Malergehilfin war von Kollegen, die Aussagen der Mutter von Uwe Böhnhardt beispielsweise. Und die ähneln sich sehr. Da heißt es nämlich, Beate sei nett, freundlich, hilfsbereit, fleißig, lustig, selbstbewusst, kommt auch vor, und sehr kommunikativ und sei sozusagen offen auf alle zugegangen. Für dieses Bild spricht außerdem, dass sie ja so eine Art von Hausfrauenrolle wohl auch ausgeübt hat, in der Familie, wie sie selber wohl die Dreierkonstellation genannt hat mit den beiden Uwes. Das sei in Wahrheit ihre Familie gewesen, habe ich irgendwo gelesen, soll sie gesagt haben. Da hat sie gekocht, noch in der Zeit, als sie schon untergetaucht waren, hat es ja wohl mehrere Treffen auch mit den Eltern von Uwe Böhnhardt gegeben. Da ist die Rede davon, dass sie dann nach Rezepten nachgefragt hätte bei der Mutter von Uwe Böhnhardt. Also sozusagen die Hausfrau, die auch dafür spricht, dass sie eigentlich nur das Anhängsel war. Und schließlich noch etwas anderes.
nämlich ihre Rolle als Sexualpartnerin. Sexualpartnerin zuerst von Uwe Mundlos, als der dann zur Bundeswehr eingezogen wurde, auch von Uwe Böhnhardt und später dann womöglich auch von allen dreien. Man weiß das nicht so genau, ob es sich da um eine Ménage à trois handelte. Auch noch andere Affären soll sie gehabt haben, mit Thomas Starke beispielsweise, aber vielleicht auch noch mit anderen Personen dieser Szene. Auch das weist sie eher aus als eine Art von weibliches Anhängsel. Daneben und so sozusagen als Nazi-Braut oder braune Witwe, ich weiß nicht mehr genau, welche Zeitung so getitelt hat, war eine große überregionale, so viel weiß ich noch. Das andere Bild zeigt sie als Brandstifterin, als diejenige, die die Bekennervideos nach der Aufdeckung am 4.11. unter die Leute gebracht hat, als diejenige, die die Logistik offenbar mindestens zum Teil in der Hand hatte, wusste, wo Wohnmobile anzumieten sind, wohl das Geld verwaltet hat, die nach außen hin die Fassade von Normalität aufrechterhielt, indem sie mit den Nachbarn quatschte. Man kann auch noch weiter zurückgehen in ihre Biografie. Sie ist durch Kleinkriminalität, also ziemlich ausgedehnte Klauzüge, schon in den frühen 90er Jahren aufgefallen. Auch durch eine Körperverletzung. Sie soll zum Beispiel einer Punkerin mal so sehr auf den Fuß getreten haben, dass die Knochen gesplittert sind. Also sie war durchaus kein Kind von Traurigkeit. Und dieses Auftreten, das sie da jetzt zeigt, zeigt sie sozusagen als souveräne, selbstbewusste, augenscheinlich eben dann doch auch schon politisch bewusste Frau, sozusagen als Businessfrau verkleidet. Wenn ich das in den Kontext stelle, unserer Untersuchungen, die wir auch Anfang der 90er Jahre, übrigens auch im Osten, ich bin mir nicht mehr sicher, ob auch in Jena, aber jedenfalls auch im Osten gemacht haben, über den Einstieg von 13- bis 15-jährigen Kids in die rechtsextreme Szene, dann sehe ich da sehr viel Ähnlichkeit mit dem, was wir für das typische Einstiegsmuster von Mädchen herausbekommen haben. Wir haben drei Idealtypen damals identifiziert, nämlich eben das Anhängsel im Sinne von Freundin von. Die waren dann allerdings meistens schnell raus wieder aus der Szene, wenn sie einen neuen Freund außerhalb der Szene bekamen. Dann den Typus der, ja, ich nenne das mal so, scheinbar geschlechtslosen Kumpeline, also eine Person, die gar nicht unbedingt als sexuell attraktiv gesehen wurde, aber eben auch als Frau da irgendwie mitlief in der rechtsextremen Szene. Und dann der Typus, den ich selber nenne, der Typus der verqueren Emanzipation, also die Frau, die sich entledigen wollte der klassischen Klischees und Weiblichkeitsstereotype, indem sie hier auftrumpfen konnte, gewalttätig selber sein konnte, sich mindestens gewaltbereit zeigen konnte und sozusagen sich sonnen konnte, zumindest in der Gewaltakzeptanz von Jungen. Und mir scheint, dass die Zschäpe vielleicht alle drei Idealtypen irgendwie vereinigt, zumindest aber die ersten beiden. Also, Das erste und das dritte. Wenn ich dann auf die biografischen Daten sehe, soweit man die bisher kennt, dann sehe ich das, was ich auch kenne von den Mädchen, die wir damals untersucht haben und die wir auch in späteren Untersuchungen, wir haben auch Anfang der 2000er Jahre eine Untersuchung gemacht, wie Mädchen und Jungen zu rechtsextremen Skinheads werden, kenne, nämlich jede Menge biografische Brüche. Das fing an mit ihrer Geburt. Nicht nur, dass sie ihren Vater zuerst mal gar nicht kannte, ihre Mutter soll wohl ins Krankenhaus gegangen sein mit Verdacht auf Nierenkolik. Der Vater ist augenscheinlich ein rumänischer Kommilitone gewesen, den die Frau Anne-Rose Zschäpe, so heißt ihre Mutter, hatte in Bukarest, als sie dort Zahnmedizin studierte. Der hat allerdings die Vaterschaft nie anerkannt, hat in Hagen gearbeitet als Zahnarzt bis zum Jahr 2000 und ist dann verstorben, so viel ich weiß. Sie war dann von der Mutter getrennt, ungefähr bis zu ihrem 5. Lebensjahr, ist dann zum ersten Mal überhaupt mit der Mutter zusammengekommen, wurde dann aber vielfach, wie auch schon vorher, abgeschoben zu Oma. Beate Zschäpe sagt selber von sich, ich bin ein Oma-Kind. Sie haben in sehr beengten Wohnverhältnissen gewohnt, zwischen 85 und 88. Oh, ich muss mich.
muss mich sputen, in einer Einzimmerwohnung. Nur, dass man, ihre Mutter hat irgendwann ihren Job verloren. Sie hat angefangen zu saufen. Das hört sich jetzt fast an wie eine Entschuldungsstrategie. Aber man muss genau das machen, glaube ich, was Herr Daimar Güler eben eingefordert hat, zu versuchen zu verstehen. Und verstehen kann man nur, wenn man versucht, die subjektiven Motive nachzuvollziehen. Seien sie auch noch so absurd und noch so schrecklich. Aber anders kommen wir nicht an das Verstehen ran. Diese biografischen Brüche, damit ende ich jetzt aber auch, setzen sich fort im beruflichen Bereich. Zuerst ihre Wunschausbildung, übrigens Kindergärtnerin, nicht bekommen. Dann auf ABM, nach der ABM arbeitslos. Dann eine Gärtnerlehre gemacht, die auch ganz ordentlich, nämlich mit befriedigend abgeschlossen, dann aber wieder arbeitslos. Und im Freizeitbereich sieht es ähnlich düster aus. Das hört sich jetzt fast an wie die Rede von der schlimmen Kindheit, die alles entschuldigen soll. Das will ich beileibe nicht, aber ich will verstehen. Der Untersuchungsausschussbericht führt ja auch tief ein in die Familiengeschichten, in die Vita der drei Hauptpersonen, Uwe Mundlos, Uwe Bönhardt und Beate Zschäpe. Und interessant ist ja, dass die beiden Männer aus ganz bürgerlichen Familien kam, aus wohlbehüteten Situationen. Bei Beate Zschäpe war das anders, aber man muss tatsächlich tief hineinleuchten, um verstehen zu können. Ich will trotzdem jetzt noch mal zurückkommen auf unseren ersten Block und eine letzte Frage zum aktuellen Verfahren, gewissermaßen Bestandsaufnahme. Nochmal Beate Zschäpe, sie schweigt. Sie macht an ihren Fingernägeln rum, haben Sie gesagt. Sie guckt und hört zu und drückt sich aber auch hier und da weg. Wie lange hält sie das noch aus? Das ist ja eine Spekulation natürlich. Stefan, was würdest du sagen? Gibt es Anzeichen dafür, dass sich da vielleicht etwas ändert an ihrer Haltung, dass sie vielleicht doch noch auspackt? Ich glaube, es gibt zwei ganz unterschiedliche Hoffnungsschimmer. Der eine ist, sie schaut weg, wenn diese Bilder kommen, wenn die Angehörigen da sind. Aber ich habe den Eindruck, dass sie es durchaus umtreibt. Also ich habe nicht den Eindruck, dass sie das völlig kalt wegsteckt. Und ich frage mich schon, wie lange sie es aushält, noch zu schweigen. Es sind ja immerhin noch ein Jahr oder mehr als ein Jahr, wo sie das durchhalten müsste. Zumal sie ja zwischendurch schon einmal signalisiert hat, dass sie reden will. Das ist das eine. Das ist sozusagen das menschlich-emotionale. Die andere für mich ebenso spannende Frage ist, ob es von der Verteidigungsstrategie, die Sie angesprochen haben, auf Dauer vernünftig und richtig ist, das Schweigen beizubehalten. Dahinter steckt folgende Überlegung. Die spannende Frage ist, ob Frau Zschäpe wegen Beihilfe oder wie angeklagt wegen Mittäterschaft verurteilt werden wird. Und es gibt bisher aus meiner Sicht keine überzeugenden, eindeutigen Belege, die juristisch eine Mittäterschaft darlegen würden. Also es kommt sehr viel auf die Interpretation des Gerichtes an und damit auch auf die Darlegung der Richter im Urteil. Und aus meiner Sicht ist es leichter, bei einer schweigenden Angeklagten etwas zu unterstellen, als bei einer Angeklagten, die sich äußert. Klammer auf, sie muss ja nicht die Wahrheit sagen. Man muss es ihr widerlegen, was sie sagt. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es aus prozesstaktischen Gründen einen Zeitpunkt geben kann, wo die Strategie sich verändert. Man kann es nicht wissen. Es ist reine Spekulation. Es sind Möglichkeiten. Wir werden weiterverfolgen, wie der Prozess sich entwickelt. Wir wollen jetzt im zweiten Block uns aber auch mit den Erwartungen beschäftigen, die an die Aufarbeitung, an den Prozess geknüpft sind. Und da komme ich zu Mehmet Daimar Güler, der in der vergangenen Woche in der Zeit einen Artikel geschrieben hat, in dem es schon auch um die Erwartungen in der Öffentlichkeit, speziell unter der türkeistämmigen Bevölkerung geht. Er erwähnte Mölln und Solingen als zwei Begriffe, 92 und 93, die Anschläge, die sich allen türkeistämmigen Menschen in Deutschland tief eingeprägt haben. Und ich weiß aus vielen Gesprächen, wie präsent die Anschläge immer noch sind.
Deutsche haben ja vielfach vergessen, was damals passiert ist. Und jetzt die Morde des NSU, Herr Daimagüller, was haben die Morde in der türkischen Bevölkerung ausgelöst? Einiges. Gestatten Sie mir ein Wort zu Frau Tschepe. Also ich mag dieses Wort von der Nazi-Braut nicht, weil das macht sie nur zu einem Appendix-Anhängsel und keine eigenständige Person. Nein, sie war und ist eine sehr eigenständige Person. Und wir nähern uns ja der Person an, wir machen uns ja ein Bild von ihr. Und für mich war sehr aufschlussreich dieses 28-seitige Brief, den sie da geschrieben hat an diesen anderen Neonazi in Bielefeld. Ja. Das ist eine Person, die über 28 Seiten herausscheint, die mir sehr, sehr manipulativ erscheint. Ja, die mal neckt, mal spielt, mal sexuelle Andeutungen macht, aber immer eine sehr, sehr selbstbewusste Person. Und wir nähern uns dieser Person an und ihren Taten. Ja. Und da ist eben dann nicht das Lieschen vom Walde, sondern eine Akteurin. Also lassen Sie mich zwei Beispiele machen. Ja. In der Frühlingsstraße im Zwickau wohnte das Trio und unten im Keller bunkerten die Sachen, unter anderem so ein Schießapparat, den sie da bauten. Und diese Tür war speziell gesichert mit so einer Metallblende und einer Alarmanlage. Wenn sich einer an der Tür was zu schaffen machte, bimmelte bei denen oben ein Alarm. Ja. Und da erzählt der Verwalter, der Hausmeister, als das Haus verkauft wurde und die das Haus besichtigten und im Keller waren, war kein Namensschild. Die wussten nicht, wem das zuzuordnen war, dieser Raum. Und dann machten sie sich an der Tür zu schaffen. Und innerhalb von Sekunden war die Tschepe da und machte riesen Rabatz. Die hat das Haus gehütet, während die beiden anderen durchs Land zogen und Menschen ermordeten. Dann haben wir wieder hunderte von Fotos gesehen aus der ausgebrannten Wohnung. Ja? Und da war ein Foto von einem Tresor. Da stand die Tür auf. Ja? Im Tresor lag die Waffe, die man der ermordeten Frau Kiesewetter abgenommen hatte, und Handschellen. Jetzt mal eine ganz lebensnahe Frage. Also du wohnst in dieser Wohnung, Tschepe, ja? Und du hast keine Ahnung davon, was in diesem Tresor liegt, was da offen steht mit der Waffe. Du hast keine Ahnung von den 2000 Schuss Munition, die in der Wohnung herumliegen. Du hast keine Ahnung von all den Waffen, die da sonst herumlagen. Über 20 Waffen. Das wusstest du alles nicht. Wir müssen auch mal ein Gesamtbild machen und dann auch mal ganz lebensnah die Sache anschauen. Ja? Ich glaube, es ist alles andere als sicher, dass diese Frau verurteilt wird wegen dieser Taten. Das ist alles andere als sicher. Aber ich halte die Anklage an dieser Stelle für gerechtfertigt, dass sie eben nicht nur als Beihelferin, sondern als Täterin angeklagt ist. Das halte ich für richtig. So, die Auswirkungen von Zwickau auf die türkischstämmige Bevölkerung. Ja. Eigentlich finde ich diese Frage schon fast ein bisschen traurig, ja, weil eigentlich sollte es uns alle beschäftigen. Ja. Alle sollten irgendwie sich die Frage stellen, was denn da passiert. Ja. Wir alle haben doch Interesse daran, in einem Land zu leben, wo wir nicht solchen Dingen ausgesetzt sind. Wir wollen doch alle in einem Land leben, wo wir unserem Verfassungsschutz vertrauen können. Ja? Denke ich mal. Der Polizei vertrauen können. Und dieses Vertrauen, ja, manchmal werde ich gefragt, Sie als türkischstämmiger Rechtsanwalt, Vertrauen, hat der NSU Ihr Vertrauen in den Rechtsstaat erschüttert? Nein. Eine Terrorgruppe kann mein Vertrauen nicht erschüttern. Aber der Verfassungsschutz, ja, der hat mein Vertrauen erschüttert. Der hat es geschafft. Ja, ich habe Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt nach der Shredder-Aktion in Köln. Eingestellt worden mit einer, wie ich meine, juristischen Mickey-Maus-Begründung. Ja. Aber dass jetzt in meinem Freundeskreis, ja, in meinem bio-deutschen Freundeskreis, ja, dass da dieses Thema keine besonders große Rolle spielt, das finde ich schon bedenklich. Ich meine, wenn ich mit türkischstämmigen Freunden zusammen bin, das ist ein zentrales Thema. Weil es eben nicht nur um Fragen geht, wie sind wir sicher in diesem Land, sondern dürfen wir in diesem Land Heimat sehen? Ja? Und wenn ich gefragt werde, haben Sie Identitätsprobleme? Nee, ich habe überhaupt keine Identitätsprobleme. Ich bin Deutsch-Türke, bin Westfale, mein Zuhause. Aber ich weiß, dass andere Identitätsprobleme haben mit mir, die mir eben diese Heimat absprechen wollen.
Ja, und das geht halt auch vielen, vielen so. Und da ist, ich möchte nicht sagen, ist was zerbrochen, sondern vielleicht kann man es eher so sehen, dass ja, in den letzten 2, 3, 4 Jahren einiges passiert ist, was so ein bisschen ja, das Licht angeschaltet hat. Und wir jetzt plötzlich Sachen sehr, sehr grell sehen, die wir vorher nicht gesehen haben. Was ist passiert in den letzten 2, 3 Jahren? Ja? Sarrazin ist passiert zum Beispiel. Wo kreuzbrave Freunde von mir, ja, die ich abends besuche und dann entdecke ich das Buch bei denen im Regal. Ja, ja, und dann, ja, über manche Sachen muss man auch reden dürfen. Bei der Beschneidungsdebatte, ja, wie wurde dann da plötzlich über Juden und Muslime gesprochen, ja? Steinzeitreligion. Ja? Die Debatte über Sinti und Roma, wie sprechen wir eigentlich über diese Menschen, die in unser Land kommen? Ja? Wir gehen hin und mit großem Pathos weihen wir ein Denkmal für die ermordeten Sinti und Roma in Berlin an. Ja, und gleichzeitig sagen Politiker, das sind Sozialschmarotzer. Die Nazis haben Hunderttausende von Sinti und Roma ermordet mit der Begründung, seien Parasiten. Parasit, Schmarotzer. Ja. Herr Seehofer hält eine Rede, Aschermittwochsrede, ja, am Karneval, Fasching, und sagt, er wird bis zur letzten Patrone gegen die Einwanderung in die Sozialkassen kämpfen. Bis zur letzten Patrone. Da lebten Mundlos und Böhnert noch. Da habe ich mich gefragt, wie war das denn eigentlich? So, und da, wenn die abends in Zwickau da saßen und Fernseh schauten, ob sie den wohl gesehen haben? Die müssen doch zwangsläufig gedacht haben, die sind Vollstrecker einer schweigenden Mehrheit. Ihr Motto war ja auch Taten statt Worte. Und wir haben ja über die Akten gesprochen, ja, die Fotos. Sie haben ja auch viele gesehen. Da sind ja schreckliche Fotos drin, wirklich schreckliche Fotos. Ja. Sind Bilder, ich bin kein hartgesottener Strafrechter. Ich gehe mit diesen Bildern ins Bett und wache mit diesen Bildern auf. Ja. Zerschossene Gesichter, zerschundene Körper, Obduktionsberichte. Aber wissen Sie, ich habe Fotos gesehen, die mich wirklich im Kern berühren. Ja? Nämlich Fotos von Mundlos und Böhnert, als sie 12, 13, 14 Jahre alt waren. Ja, und ich habe da keine Nazi-Monster gesehen, als sie im Alter waren. Was ich ja gesehen habe, waren ganz, ganz sympathische, liebe Kindergesichter, die auf dem Sofa herumsitzen, mit ihren Müttern Quatsch machen oder auf dem Spielplatz. Und dann nur 2, 3 Jahre später die gleichen Figuren, aber diesmal kahlgeschoren, Springerjacke, Spielstiefel, Bomberjacke, Hitlergruß. So, und da frage ich mich doch, was ist denn innerhalb von 2, 3, 4 Jahren mit diesen Kindern passiert? Und wenn wir diese Frage ernsthaft und ehrlich stellen und ebenso ehrlich beantworten, da kommen wir nicht um die Antwort umhin. Wir sind passiert. Wir als Gesellschaft, wir als Land. Die sind radikalisiert worden, jedenfalls in einer verstärkten Art und Weise. Ja? Mundlos war vorher schon, vor der Wende schon rechts eingestellt. Aber die ganze Asyldebatte, die wir damals gehabt haben, ja? Die Art und Weise, wie wir über Menschen gesprochen haben, stereotypiert haben, sie als Bedrohung dargestellt haben für das Land. Das hat diese Menschen auch radikalisiert. Und wenn wir das ernsthaft anerkennen, dann müssen wir uns zwangsläufig heute fragen, wie reden wir denn heute, jetzt, im Moment, wieder über Menschen? Mit welcher Tonlage reden wir eigentlich über Sinti und Roma? Mich macht das eigentlich nicht als Deutsch-Türke, nicht als Anwalt, nicht als Bürger, sondern einfach als Mensch traurig, dass wir nicht diese Debatte führen über das, was wir sein wollen, über das, was wir sind, über die Probleme, die wir haben. Wir führen diese Debatte nicht, die wir brauchen. Wenn wir diese Debatte nicht führen, dann sind diese Menschen umsonst gestorben. Man muss über Sprache reden, man muss auch über Wahrnehmungen reden. Und zu den Wahrnehmungen gehört ja auch, dass eben nicht nur die Morde passiert sind, sondern eben auch diese Ermittlungsfehler. Der Untersuchungsausschussbericht macht ja im Grunde 4 große Bereiche auf, auf denen Probleme zu verorten sind. Die Behördenkonkurrenz, die Koordinierungsmängel, die es gegeben hat, die falschen Ermittlungsansätze und das, was man unter dem Begriff Voreingenommenheit zusammenfassen kann. Und da muss man schon noch mal genauer hinschauen, was heißt denn Voreingenommenheit? Und bei Ihnen schwang das ja gerade eben schon ganz deutlich mit. Um was geht es hier eigentlich? Um Rassismus, um strukturellen Rassismus, um institutionellen Rassismus, um kulturellen Rassismus, individuellen Rassismus.
Um was für eine Art von Voreingenommenheit geht es eigentlich? Und da gab es ja auch schon gleich eine Diskussion, die sich an den Begriffen festgemacht hat, als der Untersuchungsausschussbericht zum NSU vorgelegt worden ist. Herr Möller, Sie beschäftigen sich ja gerade auch mit diesen Begriffen und mit den Inhalten dieser Begriffe. Um was handelt es sich denn hier? Wie lassen sich denn diese Ermittlungspannen, die im Zusammenhang mit Stereotypen stehen, zum Beispiel mit der Vorstellung, diese Brutalität, die verweist auf einen ost- bzw. südosteuropäischen Hintergrund, erklären? Ja, das wird in der Wissenschaft insgesamt strittig diskutiert, ob man eher von Rassismus als Leitbegriff oder eher von Rechtsextremismus als Leitbegriff sprechen soll. Ich spreche von Rechtsextremismus, schließe aber den Begriff von Rassismus nicht aus. Rassismus ist für mich eine Facette von Rechtsextremismus. Dazu gehören andere Facetten, zum Beispiel die Verharmlosung des Nationalsozialismus, die sich ja auch gerade bei Bönhardt und bei Mundlos sehr deutlich gezeigt hat, auch bei Schäpe. Antisemitismus, Nationalismus, Sozialdarwinismus und noch einige andere Dinge. Rassismus kann aber auch sozusagen im Vollbild alleine auftreten. Aber die Frage war ja jetzt, wie viel Rassismus steckt eigentlich in unserer Gesellschaft? Ich würde sagen, dass das Rechtsextremismusproblem kein kulturelles ist, sondern ein strukturelles Problem ist. Das will ich mal so belegen. Der Rechtsextremismus ist im Grunde ein Zusammenfließen von Ungleichheitsvorstellungen und Gewaltakzeptanz. Von solchen Ungleichheitsvorstellungen, die beispielsweise antisemitisch legitimiert werden, rassistisch legitimiert werden, nationalistisch legitimiert werden und einer Gewaltakzeptanz, die von personaler Gewaltakzeptanz, also dieser Gewalt, der physischen Gewalt, bis hin zur Forderung nach mehr struktureller Gewalt, also mehr Obrigkeitsstaatlichkeit, Repression etc. geht. Dieses Zusammenfließen von Ungleichheit und Gewaltakzeptanz sehe ich nicht so in den gesellschaftlichen Strukturen, aber ich sehe gesellschaftliche Strukturen, die Ungleichheit durchsetzen, soziale Ungleichheit weiter möglich machen, ohne dass ich unterstellen möchte, dass diejenigen, die diese Gesellschaft lenken, dies intentional oder auch nur in jedem Fall intentional machen. Der Rechtsextremismus jedenfalls ist kein konjunkturelles Problem, sondern ein strukturelles Problem. Und deshalb ist er so schwer wegzukriegen. Wir behandeln ihn aber sehr weitgehend als ein konjunkturelles Problem. Was wir auch daran sehen, dass das Interesse an der Berichterstattung über die NSU-Morde jetzt allmählich wieder zurückgeht. Ich beschäftige mich seit 25, fast 30 Jahren mit dieser Thematik und ich beobachte immer wieder, wenn besonders exzessive Gewaltbrutalitäten von rechts begangen werden, dann gibt es einen großen Schrei der Empörung innerhalb der Öffentlichkeit oder wenn rechtsextreme Wahlergebnisse entsprechend hoch sind. Wenn man allerdings Rechtsextremismus als ein Dauerproblem betrachtet, und dazu gibt es jede empirische Veranlassung, vielleicht können wir darüber später noch sprechen, dann macht es keinen Sinn, dieses strukturelle Problem so zu behandeln. Ich würde deshalb etwas vorsichtig sein zu sagen, ja, es gibt strukturellen Rassismus. Damit kriegt man mal zuerst Beifall, sehr vielfach jedenfalls. Ich würde auch vorsichtig zu sein, ja, wir haben institutionellen Rassismus, weil man dann sozusagen den Institutionen wie Polizei oder Verfassungsschutz mehr oder weniger ja einen intendierten Rassismus unterstellt und dabei auch dem kleinen Kriminalbeamten beispielsweise. Das würde ich nicht tun. Aber es gibt vorurteilsbehaftete Strukturen, vorurteilsbehaftete Routinen, die sich beispielsweise als Ermittlungsroutinen ja auch gezeigt haben. Im Kiesewetterfall war das die Landfahrerthese oder dieser Ehrkodex, der angeblich nur im südosteuropäischen Raum zu Hause wäre. Das zeigt auch eine erhebliche Ignoranz über den Zusammenhang von Rassismus und Männlichkeit. Denn dieser Ehrkodex ist ein männlicher Kodex, der sich sowohl im biodeutschen Bereich als auch im migrantischen Bereich findet. Also ich denke, es macht Sinn, differenziert darauf zu gucken, nicht mit Schlagworten um sich zu werfen, aber letztendlich diese Stückchen
strukturelle Gewalt und strukturelle Ungleichheit, das man entdecken kann, auch in den Ermittlungsbehörden und den Strafverfolgungsbehörden auch offen zu thematisieren. Im Rückblick ist es ja verhältnismäßig leicht, diese Voreingenommenheit zu identifizieren. Wenn man den Untersuchungsausschussbericht liest, dann springt einen die Voreingenommenheit geradezu an. Wie ist das denn jetzt im Prozess, Stefan? Ist der Prozess auch eine Art Gelegenheit, diese Voreingenommenheit zu läutern? Wie sprechen die Ermittler dort? Also vielleicht eins vorausgeschickt, diese Voreingenommenheit war natürlich auch bei Journalisten vorhanden. Wir haben das ja nachgeplappert, lange Zeit, bis zu einem Zeitpunkt wenige Monate bevor der NSU aufgeflogen ist, was da erzählt worden ist. Nein, soweit ich es sehe, gibt es bei den Ermittlern keine ernsthafte Aufarbeitung dessen, was sie getan haben. Möglicherweise ist es auch deshalb schwierig, weil Ermittler wahrscheinlich von Berufswegen zunächst einmal mit Vorurteilen arbeiten müssen. Also beispielsweise mit der ja so zutreffenden Annahme, die meisten Morde geschehen im sozialen nahen Umfeld. Also haben sie das Vorurteil, die Angehörigen waren es. So, bis es widerlegt ist oder bis sie glauben, es widerlegen zu können. So wie es hier auch war. Und dann kam eben hier dieses Vorurteil, dieses rassistische Vorurteil obendrauf. Was mir in diesem Prozess klar geworden ist, ist auch, das ist ein Nebenaspekt, dass das, was hier passiert ist, auch bei vielen anderen Mordfällen passiert. Nur nehmen wir es nicht wahr. Und die Fähigkeit, sich einzugestehen, einen Fehler gemacht zu haben oder auch nur jemanden zu Unrecht beschuldigt zu haben und dann zu diesem Menschen hinzugehen und zu sagen, hör mal, ich habe dich verdächtigt, weil eben die Regel so ist. Ich habe festgestellt, es ist nicht so, es tut mir leid, dass ich dich verdächtigt habe. Das ist hier nicht geschehen und es geschieht auch in anderen Fällen nicht. Und das Verhängnisvolle hier ist eben, dass diese Vorurteile, die rassistischer Art sind, obendrauf gelegt worden sind und sich vereinheitlicht haben. Und im Nachhinein, es ist, also ich kann für mich den ersten, den zweiten, den dritten Mord mir noch vorstellen, dass die Polizeibeamten nicht auf die Idee gekommen sind. Wenn es diese Kette gibt, wo immer mit demselben Vorgehen immer dieselben Opfergruppen da waren, es ist unvorstellbar, dass niemand auf die Idee gekommen ist, was die Ursachen davon sind. Wie erklären Sie sich das? Also ich glaube, wir müssen, wenn man sich den Untersuchungsausschussbericht mal anschaut, ja, das ist vollkommen richtig, da über Technik zu sprechen. Ja, die Kommunikation zwischen Verfassungsschutz und Polizei, Staatsschutz, Bund, Land, all diese Sachen, ja. Das ist richtig, dass man das thematisiert. Aber was mir fehlt, ist eine Diskussion über Haltung. Ja, was ist eigentlich in den Köpfen los? Und manche Sachen kann man der Polizei sagen, ja gut, das war aus der damaligen Situation, kann man nachvollziehen, den Fehler. Aber manche Sachen kann man eben nicht wegdiskutieren. Ja, Sie haben ja diese operative Fallanalyse hier aus Baden-Württemberg vom Januar 2007 gerade zitiert. Lassen Sie mich eine andere Stelle zitieren. Ja, da steht der Satz, ja, da in unserem Kulturkreis die Tötung eines Menschen mit einem hohen Tabu belegt ist, ist daher davon abzuleiten, dass die Täter hinsichtlich ihrer Werte und Normenordnung von weit außerhalb stammen. Punkt. So, das ist eine operative Fallanalyse. Das hat ja nicht nur ein Polizeibeamter geschrieben, sondern haben viele zusammengearbeitet. Das Ding ist durchs Ministerium gegangen, das ist an andere Polizeibehörden gegangen. Man liest diesen Satz, der ja nicht nur grotesk falsch ist, ja, sondern einfach auch rassistisch ist. Also wenn das nicht Rassismus ist, dann gibt es keinen Rassismus. Und die lesen diesen Satz und keiner sagt, Moment mal, wir müssen mal darüber reden. Und eine Sache müssen wir verstehen. Ja? Jeder Nazi ist ein Rassist. Aber nicht jeder Rassist ist ein Nazi. Das heißt, wir haben sowas wie einen sozial akzeptierten Rassismus, ja, der eben von Leuten gepflegt wird, die sonst eben überhaupt nicht irgendwie politisch verdächtig sind. Es ist normal. Dinge wurden als normal hingenommen und angenommen. Und wenn verschiedene Polizeibehörden, ja, wir haben ja Tatorte im ganzen Land, immer und immer wieder in den gleichen Denk- und Handlungsweisen agieren, ja,
dann reden wir halt dann nicht mehr. Wir können dann nicht mehr über Fehler, Pannen und solche Sachen reden, sondern wir haben ein strukturelles Problem. Und das kommt mir in dem Bericht zu kurz vor. In dem Untersuchungsausschussbericht. Und ich finde einfach, das ist auch ein polizeiliches Armutszeugnis, wenn da gesagt wird, naja, es gab ja kein Bekennerschreiben. Naja, also die meisten Mörder in Deutschland hinterlassen keine Bekennerschreiben, das ist so. Rechte schon gar nicht. Rechte schon gar nicht, ja. Aber wenn an allen möglichen Tatorten immer wieder zwei Fahrradfahrer gesehen werden, immer wieder, ja, die sich verdächtig verhalten haben, ja, und wo immer wieder mit aller Gewalt das weggedrückt wurde, ja, auch mit aller Gewalt übrigens auch Zeugen suggestiv befragt wurden, sahen die aus wie Ausländer, konnten es Südeuropäer gewesen sein. Ja. Wenn eine Zeugin in Nürnberg nach der Ermordung von Herrn Jaschal, also nicht nur zwei Fahrradfahrer identifiziert, sondern der dann das Video aus der Kolbstraße vorgespielt wird, das Überwachungsvideo, wo eben Mundlos und Böhner zu sehen sind, und die Zeugin sagt, sie sei sich sehr sicher, und der Polizeibeamte dann sagt, sind Sie sich 150%ig sicher? Weil sonst können wir das nicht sagen, sehr sicher. Und dann schwächt er das ab im Protokoll und sagt, ziemlich sicher. Und dann hat es gar keine Folgen. Also dann ist es dann wieder weg. Also ich sage mal folgende Theorie. Wenn Mundlos und Böhnhardt ein bisschen türkischer ausgesehen hätten, dann hätte man dieses Land auf den Kopf gestellt. Dann hätte man die gefunden. Aber die sahen blöderweise einfach zu norddeutsch aus. Und deswegen hat man sie weggedrückt. Und die gleichen Polizeibeamten, die, das macht mich dann auch wirklich nachdenklich. Ja? Wir haben ja jetzt mittlerweile, wie viele Polizeibeamten ja als Zeugen gehört? 20 vielleicht? Bei keinem einzigen habe ich das Gefühl, dass da ein Denkwechsel oder Ansätze einer Selbstreflexion da wären. Also ich habe das Gefühl, die denken sich, naja, shit happens. Ja, der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft hat ja auch im Untersuchungsausschuss gesagt, naja, ihm soll keiner mit einer postmortalen Klugscheißerei kommen. So stellt er sich hin und so argumentiert er. Das ist ein Problem, über das müssen wir reden. Wir müssen uns nicht nur Gedanken machen über Strukturen, Technik, Aufbau von Organisationen, sondern auch über Haltung. Wir müssen über Haltung reden, das ist wichtig. Voreingenommenheit macht ganz offensichtlich blind. Und die Beispiele, die Sie beschrieben haben, die zeigen das ja auf frappierende Art und Weise. Herr Möller, was kann man denn tun, um diesen Reflexen zu entgehen? Man muss erkennen, dass die menschenfeindlichen Haltungen, von denen Sie da gerade sprechen, die Ungleichheitsvorstellungen, eben nicht nur verantwortlich sind für die Ermittlungspannen, um es jetzt mal fast schon beschönigend zu sagen, für die Fehler, die dort passiert sind. Denn nicht nur in den Sicherheitsbehörden gibt es solche menschenfeindlichen Haltungen, sondern auch in der Gesamtgesellschaft. Das, was wir festgestellt haben, ist, jetzt mal zugespitzt formuliert, dass die rechtsextrem orientierten Jugendlichen, die wir untersucht haben, nie rechtsextrem orientiert geworden wären, wenn sie nicht rechtsextreme Deutungs- und Aktionsangebote aus der Erwachsenengesellschaft bekommen hätten. Wir müssen uns also auch fragen, was machen wir eigentlich falsch? Wie sind menschenfeindliche Haltungen insgesamt verbreitet in der Erwachsenengesellschaft und durchaus auch in der Mitte dieser Gesellschaft, wie es da immer heißt? Wenn 33% in einer internationalen Studie in Deutschland sagen, Weiße sind mehr wert als Schwarze, dann ist das ein Rassismus bei einem Drittel dieser Bevölkerung. Je nachdem, wie man den Rassismus misst, kommt man von zu 4% rassistischer Bevölkerung bis zu 33%. Neuere Studien aus der Friedrich-Ebert-Stiftung, einige von Ihnen werden die kennen, die sogenannte Mitte-Studien, stellen fest, dass es in der Mitte der Gesellschaft, nämlich bei den Sympathisanten der beiden großen Volksparteien, bei jedem vierten bis jedem fünften Ausländerfeindlichkeit gibt. Dies sind ja ganz normale Leute, dies sind ja ganz normale Eltern, auch Lehrer unter Umständen, also Personen, die für die Sozialisation, für das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen zuständig sind. Wenn Kinder und Jugendliche in solchen Kontexten aufwachsen, wie sollen sie dann zu demokratischen Auffassungen kommen? Was Sie beschreiben, ist ja schon ein verbreitetes Phänomen. Und muss man jetzt die ganze Bevölkerung in einen E-Learning-Kurs schicken, interkulturelles Lernen, oder wo setzt man da an? Belehrungen kommen gegen Erfahrungen nicht an.
Dies ist ein Satz, den ich von meinem verehrten Kollegen und Lehrer Wilhelm Heidmeier zum ersten Mal, ich glaube schon in den 80er Jahren, gehört habe. Belehrungen kommen gegen Erfahrungen nicht an. Jugendliche werden rechts, weil sie bestimmte Erfahrungen machen. Man muss diese Erfahrungen ändern, damit sie sich ändern. Das heißt, sie müssen Demokratie als etwas erfahren, was ihnen Nutzen bringt, was Gewinne bringt. Und genau dies ist nicht der Fall und da muss der entscheidende Hebel angesetzt werden. Wir müssen uns fragen, auch als politische Bildner, als Sozialarbeiter, auch im Rahmen von Politik, wie schaffen wir es, Alltagsdemokratie zu realisieren? Und weniger, mit welchen pädagogischen Tricks gehen wir in der politischen Bildung in bestimmten Seminaren am geschicktesten vor? Können Sie das noch ein bisschen konkretisieren? Was heißt es, diese Alltagserfahrungen zu stiften? Wie zum Beispiel kann man im Bereich von Jugendarbeit oder im Bereich von Schule Jugendlichen die Erfahrung machen, dass Demokratie Anerkennung bringt, Zugehörigkeit bringt, Teilhabe bringt. Wenn man die Erfahrung macht, dass man dort eben diese Dinge bekommen kann, dass man auf diese Art und Weise sein Leben, auch sein öffentliches Leben, kontrollieren kann, die Geschicke im Griff hat, dass man integriert ist, wenn man die Erfahrung macht, dass dies vielleicht sogar noch Spaß macht, also wenn man positives, sinnliches Erleben damit verbinden kann, dann wird sich auch einstellen, dass Demokratie Sinn macht. Und wenn ich diese Erfahrungen vermittle, dann vermittle ich Erfahrungen, die nachweislich eine Schutzwirkung haben gegenüber Rechtsextremismus. Denn der Rechtsextremismus kommt mit dem Versprechen, komm zu uns und du kontrollierst deine Geschicke. Wir kontrollieren, wer hier rein und rauskommt in dieses Land, wer eine Arbeitsstelle bekommt, wer eine Lehrstelle bekommt und wer nicht und wer neben dir sitzt in der Schulklasse. Der Rechtsextremismus sagt, bei uns bist du integriert als Weißer, als Bio-Deutscher. Wir sind nationalstolz, du bist integriert in eine bestimmte Geschichte, du bist integriert in unsere Vorstellung von Männlichkeit. Wir bieten dir an, sinnlich positives Erleben. Bei uns gehörst du zu den letzten Aufrechten überhaupt, die für das Überleben dieses Landes kämpfen. Bei uns erfährst du in der Gewalt, vielleicht auch bei der Lagerfeuerromantik, Lebensfreude. Und schließlich, bei uns macht dein Leben Sinn, denn du setzt dich ein für dieses Land, bei uns bist du unsterblich, wie die neuen Unsterblichen eine neue rechtsextreme Bewegung sagen. Wir müssen also versuchen, diesen Versprechen der Rechten etwas entgegenzusetzen, was wir zugegeben im Wissenschaftschinesisch nennen funktionale Äquivalente. Also auf Deutsch etwas, was äquivalent ist, also gleichwertig diesen Funktionen, die die Jugendlichen sehen, wenn sie sich in Richtung auf Rechtsextremismus hinwenden. Und dies kann nur etwas sein, was im Rahmen von Alltagsdemokratie diese Erfahrung von Kontrolle, Integration, sinnlichem Erleben und Sinn vermittelt. Wir wollen im dritten Block auch noch über den Rechtsextremismus sprechen. Also nicht über diejenigen, die diese Voreingenommenheit haben, die vielleicht alltagsrassistische Vorstellungen haben, sondern diejenigen, die bereits mittendrin sind im rechtsextremistischen Milieu. Sie haben sich ja auch intensiv mit der Geschichte, mit der Lebensgeschichte von Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos beschäftigt. Was lehrt dieses Leben der beiden? Im Untersuchungsausschussbericht kann man ja nachvollziehen, wie die Delikte immer heftiger werden. Niemand hat sie aufgehalten. Wie sind die so weit überhaupt vorangeschritten? Ich habe da zwei Punkte. Das eine ist, dass die nicht das Gefühl hatten, irgendwie eine extreme Minderheit zu sein. Also die lebten in dem Gefühl, in dem Bewusstsein, dass sie nur das laut aussprachen, was die anderen manchmal vielleicht so aus Feigheit, die Alten, ja, nur ganz leise murmelten in den Elternhäusern oder sonst wo. Ja. Und dieses Gefühl hatten die bis zuletzt. Also wir hatten vor ein paar Wochen einen Zeugen da gehabt, aus der Zwickauer Frühlingsstraße, er wohnte bei denen im Haus. Und erzählte dann so, was sie so machten da, die Hausgemeinschaft. Ist auch ganz trotzig, bei uns im Osten machen wir das so. Ne? Also was sie machten war, die haben sich mal abends im Keller getroffen, da hatten die so eine Kellerbar, die Nachbarn, so 18, 15 Leute.
haben Bier getrunken. Manchmal brachte die Beate eine Familienpizza mit. Soweit, würde ich mal sagen, so normal. Aber was uns dann so ein bisschen irritierte, war, dass da ein Hitlerbild an der Wand hing. Der Hitler war da. Warum hing denn das da? Ja, das war eigentlich in der Wohnung von einem anderen Mitbewohner da aus dem Haus, der aber gestorben war, und das haben sich als Andenken hingehängt. Sie hängen sich in, ja, fanden alle ganz normal. Und wenn ich dann diese Geschichten höre, da habe ich mich überhaupt gefragt, lebten die eigentlich im Untergrund? Die lebten ja eigentlich ein ganz normales Leben. Die hatten falsche Namen, okay, aber sonst? Also sie waren Teil eines Sozialsystems, wo bestimmte Normen, die ich verstörend finde, normal waren. Und das andere ist, also ich bin kein großer Freund der Repression. Ja? Also ich schreie nicht nach der Polizei ständig und so weiter, wirklich nicht. Aber die haben sukzessive einfach ihre Möglichkeiten, also immer ihre Grenzen ausgeweitet, dessen, was sie so tun, ohne dass es eine Reaktion gab. Ich sage es mal so. Lassen Sie mich mal ein Beispiel für machen. Also 1994, 1995 war der Uwe Mundlos Bundeswehrsoldat, Wehrdienstleistender, irgendwo in Sachsen. Und dann wird er von der Polizei angehalten. Und die Polizei findet jede Menge so Nazi-Propaganda bei ihm, unter anderem so Visitenkarten mit dem Hitlerbild drauf. Und dann geht eine Meldung an die Bundeswehr, dass halt gegen einen Soldaten ermittelt wird. Das ist dann Usus. Und dann passiert eines der Dinge, die man so liest in Akten und wo man sich freut. Denn der Standortkommandant, der reagiert so, wie ich mir den Bürger in Uniform eigentlich vorstelle, wie ich mir einen guten Offizier vorstelle. Der schreibt einen Bericht an seinen vorgesetzten Dienststelle und sagt, dass dieser Mann schadet dem Ansehen der Bundesrepublik Deutschland und der Bundeswehr vor allem. Der gehört nicht hierhin, der gehört bestraft. Sehr deutlich. Und das Nächste, was passiert ist, dass der Mundlos nicht bestraft wird, aber zweimal befördert. So, wissen Sie, der Mann Mundlos war damals 19 oder so. Was hat er da gelernt in dem Moment? Was hat er da in dem Moment eigentlich gelernt? Der hat gelernt, dass dieser Staat im Zweifel eben nicht zu seinen Werten steht, sondern die Dinge wegduckt. Ja? Das ist ein Problem. Ich glaube, Sie haben vollkommen recht. Wir brauchen eine ausgewogene Mischung von Maßnahmen. Ja? Also niemand wird als Nazi geboren und niemand wird als Demokrat geboren. Ja? Wir brauchen eben eine demokratische Erziehung, ja? mit seinem demokratischen Gemeinwesen. Ja? Aber wir brauchen auch einen Staat, der an manchen Stellen klare Kante zeigt. Ja? Und wir haben in den neuen Ländern mittlerweile No-Go-Areas, ja, wo eben Leute, die aussehen wie ich, oder Schwule, Lesben, Punks, Obdachlose, erkennbare Juden, ja, wo die nie mehr hingehen können. Und das ist nicht akzeptabel. Man, was für ein Land leben wir eigentlich dann? Ja, dann ist es, ich finde das auch eigentlich beschämend, ja. Also ich möchte nicht in einem Land leben, wo nur Juden sich Sorgen machen müssen über Antisemitismus, wo nur Schwule und Lesben sich Gedanken machen müssen über Homophobie, wo nur gläubige Muslime sich betroffen fühlen müssen von Islamophobie. Wir müssen füreinander dastehen. Und wir müssen füreinander da sein. Wir müssen dieses Land als unser Land begreifen, als unsere gemeinsame Heimat. Und wir müssen einfach mit mehr Empathie, Mitgefühl mit dem anderen umgehen. Und ich finde es ja immer ganz, ganz wichtig und gut, dass Menschen zu Anti-Nazi-Demonstrationen gehen. Aber wissen Sie, es ist noch viel, viel mutiger und viel aufrechter, Mut zu zeigen, wenn die eigene Familie dummes Zeug redet oder Freunde oder Kollegen, da aufzustehen und was zu sagen. Moment mal, das ist nicht in Ordnung. Das ist noch viel, viel mutiger. Ja, und da müssen wir müssen uns selber anschauen und wir müssen die Klappe aufmachen und nicht Dinge hinnehmen. Wenn wir die Dinge hinnehmen, wird nichts besser.
Meine Damen und Herren, Sie sollen auch noch die Gelegenheit haben, sich zu Wort zu melden. Deswegen würde ich jetzt sagen, wir machen eine abschließende Runde hier noch auf dem Podium. Und was Sie gesagt haben, führt ja im Grunde hin zu meiner abschließenden Frage. Der NSU-Prozess, die NSU-Morde, wenn Sie überhaupt, wenn man das so sagen kann, eine Erkenntnis, etwas im Sinne des Guten für uns haben, ist es möglicherweise die Gelegenheit, einen Lernprozess einzuschlagen in unserer gemischten, heterogenen Einwanderungsgesellschaft, um eben dieser gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit die Stirn zu bieten. Das ist ja sicherlich auch eine Frage, die sich an die Medien richtet, eine Frage, die sich an die Politik richtet, die sich an jeden Einzelnen richtet. Und ich würde mal hier in dem Fall mit den Medien anfangen, mit dir, Stefan. Also ich glaube, das Erste, was wir versuchen müssen, ist, eine Erklärung zu finden. Und Sie haben mit allem recht, was Sie gesagt haben. Aber für mich habe ich noch keine hinreichende Erklärung dafür, dass die drei zu dem geworden sind, was sie geworden sind. Es ist zweifellos richtig, sie haben keine Grenzen gesetzt bekommen in der Frühphase ihrer Kriminalität. Das ist eine Katastrophe gewesen und hat sicherlich das Ganze befördert. Auf der anderen Seite muss man sagen, Sie haben selbst angesprochen, die Elternhäuser der beiden jungen Männer waren, soweit wir es wissen, in Ordnung. Die haben sich gekümmert auch. Tschäbe war ein bisschen anders, aber da gab es immerhin eine Großmutter, die sich gekümmert hat, zu der sie offensichtlich nach wie vor ein gutes Verhältnis hat. Es gab und gibt in Jena eine Jugendarbeit von der evangelischen Kirche, Pfarrer König, die sehr intensiv ist. Also man kann nicht sagen, dass es dort solche Angebote oder solche Chancen nicht gegeben hätte. Es hat auch die anderen gegeben, das ist völlig richtig. Für mich sind Mosaiksteinchen da oder Puzzleteile da, aber sie fügen sich zu keinem Ganzen. Für mich stellt sich immer noch die Frage, und es ist für mich ein Rätsel, wie die drei so geworden sind, wie sie geworden sind. Ich habe noch keine Antwort drauf. Und wenn wir die Antwort nicht haben, ist alles andere, glaube ich, schwierig. Herr Müller? Ja, da gibt es natürlich ganz vieles zu sagen. Also eines wäre, dass die Repressionsorgane sich neu aufstellen. Also vor allen Dingen nach innen hin auch gucken, sodass solche vorurteilsbehafteten Ermittlungsroutinen abgestellt werden können. Dies heißt beispielsweise innerhalb der Polizei Fort- und Weiterbildung mit dem Ziel, interkulturelles Wissen stärker zu verankern, Sensibilität überhaupt zu verankern für menschenverachtende Haltungen, Einstellungen etc., die dann manchmal eben auch Motive sind von Kriminalität und als solche gar nicht unbedingt erkannt werden, deshalb dann auch nicht in die Statistik eingehen und ähnliche Dinge mehr. Das Zweite ist, die Politik darf nicht nachlassen mit der Förderung von Programmen, die Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, Rechtsextremismus und Rassismus bekämpfen. Ich fürchte fast, wenn wir den NSU-Prozess nicht hätten, wäre das schon längst passiert. Da wären diese Programme eingestellt worden. Jedenfalls wollte eine große Volkspartei, schon als es um das letzte Programm ging, das am liebsten einstellen. Jetzt rufen alle Programme verlängern, weiter fördern. Ich bin mal gespannt, wie lange der Ruf noch hält. Halte ihn aber für sehr notwendig. Die zivilgesellschaftlichen Akteure sind gerade durch diese Programme zu fördern, also die Vereine, Initiativen, die vor Ort im Rahmen von lokalen Aktionsplänen oder auch sonst wie dafür sorgen, dass Demokratie in den Kommunen und in den Regionen stärker Realität wird, als dies gegenwärtig der Fall ist. Und im Hinblick auf Pädagogik und soziale Arbeit gilt vieles. Zwei Dinge will ich nur benennen. Das eine ist, wir dürfen rechtsextremistisch gefährdete und orientierte Jugendliche, bevor sie einsteigen in den organisierten Rechtsextremismus, nicht aufgeben. Wir müssen weiter an denen dranbleiben. Ich bin froh, dass es inzwischen eine Plattform gibt beim Bundesjugendministerium, die dies auch so sieht. Die heißt Big Netz und sie wird Multiplikatoren und Multiplikatorinnen jetzt in den nächsten Monaten dezentral durch 22 Bildungsträger wahrscheinlich organisiert auch entsprechend weiterbilden, sodass der Jugendzentrumsmitarbeiter vor Ort oder die Lehrerin in der Klasse, wenn sie denn da rechte Hanseln hat, weiß, was sie zu tun hat.
Das ist das eine. Das zweite ist die Erwachsenenbildung. Auch heute sind wir ja eigentlich in einer Veranstaltung der Erwachsenenbildung, oder? Kann man das so sagen, wenn die Landeszentrale das organisiert? Und wer sitzt hier? Nicht die Leute, die man eigentlich erreichen muss. Nicht die Leute mit den menschenfeindlichen Haltungen, sondern die anderen, die auf der Suche nach Selbstbestätigung für ihre eigene demokratische Haltung sind. Das ist gut, dass dies so ist. Es ist gut, dass solche Veranstaltungen da sind. Sonst käme ich nicht zu solchen Veranstaltungen. Aber ich denke, die Erwachsenenbildung müsste viel mobiler werden, als sie dies gegenwärtig ist, und dahin gehen, wo solche Haltungen sich umschlagen, in den Umkleidekabinen der Sportvereine, an den Stammtischen. Wir brauchen also sowas wie eine Stammtischpädagogik und eine mobile Erwachsenenarbeit. Längst haben wir eine mobile Jugendarbeit, seit 20, 30 Jahren ungefähr. Oder, ja. Warum lernt die Erwachsenenbildung eigentlich nicht daraus, dass man allein mit Kursen, Seminaren, Lehrgängen, also mit Belehrungsversuchen, ich will nicht sagen die Falschen erreicht, aber nicht die erreicht, salopp gesprochen, die es besonders nötig haben? Wollen Sie noch? Nicht, dass Sie mich missverstehen. Also ich habe nicht den Anspruch, dass ich mundlos Böhnhardt oder Tschebe verstanden hätte. Also auch da nähern wir uns einem Verständnis an. Aber ich bin weit davon entfernt, das verstehen. Ich kann, als normaler Mensch kann man sich das wahrscheinlich gar nicht vorstellen, oder ich kann es jedenfalls nicht, wie man denken muss, dass man hingeht und Menschen in den Kopf schießt, umbringt, aus dem Leben reißt. Ich kann das nicht verstehen, weder emotional noch intellektuell, das kann ich nicht. All das, was Sie gesagt haben, ja, das stimmt alles. Übergeordnet. Ja. Übergeordnet vermisse ich seitens der Politik ja, doch ein uneingeschränktes Bekenntnis dazu, dass die Vielfalt, die wir in diesem Land haben, gut ist. Vielfalt ist gut. Ja. Es ist nicht nur irgendwie ein Übel, das man hinnehmen muss, sondern es ist gut, es ist Voraussetzung dafür, dass sich dieses Land weiterentwickelt. Ja, und da spielt auch dieser Toleranzbegriff eine wichtige Rolle. Der darf nicht falsch verwendet werden. Also ich bin vor einigen Jahren ja, eingeladen worden im Brandenburgischen zu einem Jugendzentrum zum Vortrag. Ja, und das Publikum war, der Saal war voll. Ich hatte mich gewundert, aber dann erfuhr ich anschließend, gab es ein Bier für irgendwie 80 Cent und eine Party oder so. Viele Jugendliche waren noch erkennbar rechts. Und das war ein ganz engagierter Pfarrer, der das machte. Und der sagte, das ist schön, dass ihr alle gekommen seid. Und wir haben heute einen Gast, das ist unser Freund Mehmet aus Berlin. Der gehört zu uns, der muss auch toleriert werden. Und ich wusste gar nicht, was ich zuerst als erstes verstörend finden sollte. Unser Freund, wir kennen es gar nicht. Mehmet, ja gut, also ich bin locker, aber so einfach ungefragt duzen, okay. Aber dann tolerieren? Ich will gar nicht toleriert werden. Nein, ich lehne Toleranz ab, also wenn es um mich geht. Ich möchte nicht toleriert werden. Ich halte es da mit Goethe, der ja gesagt hat, Toleranz ist nur als vorübergehende Erscheinung akzeptabel. Auf Dauer ist sie eine Schande. Und das stimmt. Was bedeutet denn tolerieren? Das Tolerieren bedeutet, der ist irgendwie unangenehm, aber wir nehmen das jetzt mal irgendwie hin, weil wir so super relaxed sind. Nein, 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 nein. Ich will nicht toleriert werden. Ich möchte, dass wir als Land uns bekennen zu seiner Vielfalt, dass es gut ist. Ja? Dass es eine gute Sache ist. Und nicht nur eine Sache, die man hinnehmen muss wie schlechtes Wetter. Und dieses glasklare Bekenntnis vermisse ich immer noch. Ich sehe, dass Volksparteien Angst haben vor einem Teil ihrer eigenen Basis. Ja, die Studie der Ebert-Stiftung haben Sie ja vorhin erwähnt. Es gibt unter Sozialdemokraten wahnsinnig rassistisch denkende Mitglieder. Ja. Wir müssen uns bekennen zur Vielfalt unseres Landes als eine gute Sache. Und ich habe das Gefühl, dass wir mit Vielfalt in Deutschland doch immer noch Probleme haben. Ja. Also ich sage, lassen Sie mich mal ein Beispiel geben, was gar nichts mit Migranten zu tun hat. Wir haben hier 30 DAX-Unternehmen. Ja, die alle haben einen Vorstand, alle haben einen Aufsichtsrat, so alles zusammen 500, 600 Leute sind das. Ja? 6, noch was Prozent Frauen. Ja, in den letzten Jahren gestiegen um irgendwie einen halben Prozentpunkt. Das empfinde ich als Schande.
Ich finde, das ist einfach, wenn an den wichtigen Schaltstellen unserer Wirtschaft nur die gleichen Typen, immer die gleichen Typen das Sagen haben, ja? Immer so Männer, weise Männer so um die Mitte 40, Mitte 50, ja? Dann ist doch irgendwas verkehrt. Das ist auch ein Vielfaltsproblem, was wir da haben. Wie viele bekennende Schwule haben wir denn in der Wirtschaft? In der Politik ist es ein bisschen besser geworden. Ja? Jetzt wieder weniger. Mhm. Aber verstehen Sie, was ich meine? Ich finde einfach, wir sollten mutiger sein, mutiger argumentieren, mutig sein und stolz sein darauf, dass wir vielfältig sind. Mhm. Wir sollten stolz darauf sein. Mhm. Ja, und dann hat das auch eine starke Wirkung und Signal auch an junge Leute, ja? Wenn die eben die Vielfalt als etwas Gutes erleben. Auch in ihren Elternhäusern, wie die Art und Weise, wie der gesprochen wird. Das finde ich wichtig und gut. Alles andere stimmt auch. Aber Vielfalt ist gut.